an Macht und ich habe diese Das mag ja alles sein, ist ein Sauhaufen. Das mag ja alles sein, aber das müssen wir heute nicht diskutieren. Das ist ein Sauhaufen. Deutliche Worte, die wir in dieser Sendung hier hören, und man soll auch wirklich mal seinem Herzen freien Lauf lassen. Nichtsdestotrotz, die Menschen in Afghanistan werden darüber auch nicht sonderlich glücklich sein, wenn sie diese Erfahrung jetzt mitnehmen können, dass die UNO ein Sauhaufen ist. Und ich meine, das ist nicht karitativ, obwohl da auch noch viel zu sagen ist. Aber die UNO-Truppen sind ein Sauhaufen. Es sind 35 Nationen in Afghanistan, 26 NATO-Nationen, frei gewählt, demokratisch legitimiert. 40 Nationen sogar, wenn Sie alle dazu rechnen. Meinen Sie, das erhöht 85. die Kampfkraft einer Armee, wenn da 40 Nationen dran teilnehmen? Aber das mit rumänischen Gendarmen? Nein, aber das legitimiert, Herr Scholl-Latour. Es legitimiert, wenn die demokratische Staatengemeinschaft dort agiert, ist es Was nennen Sie die demokratische Staatengemeinschaft? Zum Beispiel die NATO, 26 Staaten, halte ich für sehr demokratisch und halte ich für legitimiert. Ja, aber wenn Sie von demokratischen, meinen Sie ja die UNO, nicht wahr? Und ich rede von der NATO. Gut, wir wollen jetzt nicht die UNO hier in Frage stellen und auch nicht die NATO in Frage stellen, einfach dem Herrn Eros jetzt die Frage stellen. Ich glaube, es herrscht Einigkeit, dass man diesem Land mehr machen muss. Ganz genau. Wir müssen möglichst schnell dahin kommen, dass wir dann nicht mehr gebraucht werden. Wir müssen nicht mehr machen, wir müssen das Richtige machen. Gut, dann die Frage an Sie, was ist das Richtige? Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Herr Kamp hat eben angesprochen den Jahrhundertsatz des früheren Verteidigungsministers Struck. Wir verteidigen die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch. Gegen wen? Gegen islamistische Terroristen. Der BND und alle anderen Geheimdienste sagen, das wird sicher stimmen, dass sich der islamistische Terrorismus aus dem Rauschgiftanbau in Afghanistan zu einem Drittel finanziert. Als wir hingegangen sind mit der ISAF 2002, 2003, war die Anbaumenge 500 Tonnen, 800 Tonnen. Jetzt sind wir 7 Jahre dort, jetzt liegt sie nicht mehr bei 500 Tonnen, jetzt liegt sie bei 8200 Tonnen. Das heißt, seit wir mit Bundeswehr und ISAF dort sind, inzwischen mit 50.000 Mann, kann sich der islamistische Terrorismus mit dem Faktor 10 oder noch mehr besser finanzieren als noch vor 7 Jahren. Das ist das Erste. Das Zweite. Aber doch nicht wegen NATO, oder? Aber doch nicht wegen NATO, oder doch? Zumindest ist die NATO dort und tut nichts dagegen. Das ist doch das Entscheidende. Die Taliban sind dagegen vorgegangen, die NATO geht nicht dagegen vor. Ich bin ja nicht der Meinung, falls das so interpretiert wird, Frau Scholl-Latour, dass man in Afghanistan das nicht tun sollte. Ich glaube, da hat man falsch interpretiert. Ich bin ja dort und tue was. Ich tue es ohne Militär. Da muss man was tun. Ganz genau. Die Deutschen tun ja auch zivil was. Wir reden über Bundeswehr, es gibt ja auch ein Entwicklungshilfeministerium, da möchte ich auch mal eine Zahl nennen. 2006 hat die Frau Ministerin Wiczorek Zeul 80 Millionen Euro bekommen aus dem Bundestag, um in Afghanistan zivile Projekte zu betreiben. 80 Millionen. Am Jahresende wurde überprüft, was aus diesen 80 Millionen geworden ist. Und dann stellte ein Berliner Journalist, auch nicht des Islamismus verdächtigt, fest, dass von diesen 80 Millionen 60 Millionen in Korruption, dramatisch hohen Gehältern und Verwaltung verschwunden sind. Das heißt, tatsächlich kamen nur 20 Millionen in Projekten an. Was ist die Konsequenz jetzt der Politik? Nicht etwa zu prüfen, wie man das besser macht, wie man mit Steuergeldern besser umgeht. Die Konsequenz war, nehmen wir halt statt 80, 120 Millionen. Und der Sauladen dort unten läuft im Zivilen so weiter. Vor 5 Jahren gab es in Afghanistan noch etwa 600 deutsche Entwicklungshelfer, die außerhalb Kabuls gearbeitet haben. Inzwischen gibt es noch 40. Und diese 40 im Norden weigern sich, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, weil sie keinen Schutz in der Bundeswehr sehen. Doch mit denen, ich weigere mich, im Osten mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Meine Schulen oder an unseren Schulen, ich habe jetzt 22 Schulen dort gebaut für 50.000 Kinder, Waisenhäuser, Krankenstationen etc. Ich beschäftige 2000 Afghanen auf meiner Lohnliste, das ist doppelt so viel wie die Bundeswehr. Dort haben amerikanische Soldaten keinen Zugang, weil ausländisches Militär im Osten zumindest nicht mehr Sicherheit produziert, sondern weniger Sicherheit. 80% aller in Afghanistan ums Leben gekommenen Kinder, die Sie vorhin angesprochen haben, 80% kamen in der Anwesenheit von Ausländern oder ausländischen Soldaten ums Leben. Das sind natürlich traurige. Offenbar gibt es verschiedene Erkenntnisstände auch. Ich meine, er ist ja ständig vor Ort. Sie waren vor Ort. Sie waren vor Ort, Herr Scholl-Latour. Er war einmal in einer Bundeswehr-Camp. Stimmt doch nicht, wie auch immer. Verständlich. Wie auch immer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da belohnt wird. Ich lade Sie ein, mich nächste Woche zu begeistern. Okay, also wenn Herr Arnold jetzt die Gelegenheit haben könnte, die Vorwürfe, die ja im Raum stehen, zum Antworten. Also, ich meine, das macht ja schon nachdenklich, wenn man hört, da sind Millionen im Einsatz und da wird mal überprüft, wie die denn ausgegeben werden und man hat den Eindruck, sehr sinnvoll ist es vielleicht doch nicht. Man könnte das sinnvoller machen. Also natürlich muss man es verbessern. Deshalb hat der deutsche Außenminister... Nach 7 Jahren. Nach 7 Jahren. Jedes Jahr hört sich das Zweite Weltkrieg. Sie sitzen hier und bedauern
schlechte Zustände, die teilweise schlecht sind. Damit kann ich mich nicht begnügen. Ich muss als Politiker darauf dringen, dass die Dinge positiv verändert werden. Und deshalb hat der Außenminister diese Paris-Konferenz maßgeblich mitgestaltet vor 14 Tagen. Und dort war das Thema Korruption in der afghanischen Karzai-Regierung ein ganz, ganz zentrales. Und da hat Eurois recht. Und natürlich muss man hier viel, viel massiver auftreten und drängen. Und bei allem Respekt vor seiner Arbeit, ich finde es sehr gut, was Sie machen. Das fängt schon man darf aber den Aufbau des Landes nicht individualisieren. In einer Situation, wo wir sehr viele Akteure haben. Eine gewählte Administration in Afghanistan, 85 Länder, die in Paris bei dieser Konferenz waren, 40 Partner, die sich militärisch organisieren, hunderte Nichtregierungsorganisationen, die auch das ist die größte Chance. Und mit Verlaub, mit denen rede ich, da kann ich das rede ich, Sie können nicht behaupten, ich tue das nicht, hier und in Afghanistan. Und ich muss Ihnen sagen, Ihre Sichtweise ist auch eine, die dort nicht von allen geteilt wird. Ich treffe sehr viele NGOs. Sie waren noch nie im Osten. NGOs, die zum Beispiel im Osten und im Süden. Welche denn? Nennen Sie doch mal eine. Nennen Sie doch mal eine einzige, die im Osten arbeitet. Ich lasse mich von Ihnen hier nicht prüfen. Das ist eine Volksverdummung, was Sie hier tun. Meine Herren, so können wir nicht miteinander. Das gebe ich jetzt Herrn Arnold wirklich recht. Sie können gerne. Entschuldigung, meine Herren, jetzt übernehme ich hier das. Wir können gerne irgendwelche Umstände, Zustände kritisieren, aber persönlich reden wir bitte nicht in dieser Runde. Ich bin froh, dass wir eine Runde haben, in der wir mal ausgiebig reden dürfen. Deshalb bin ich auch stolz auf diese Sendung, aber bitte so, dass wir uns nachher alle noch in die Augen gucken können. Herr Arnold. Vor kurzem mit einer Leiterin einer zivilen Aufbauorganisation, die 70 Krankenstationen auch mit Geld des Auswärtigen Amtes, kommt zu dem Entwicklungsgeld nämlich noch obendrauf, aufbaut. Sie sagte mir eindeutig, ohne den Schutz der internationalen Truppen könnten sie dort ihre Arbeit nicht erfüllen. Und so sehe ich viele. Der Streit bei den Nichtregierungsorganisationen liegt meist nur darin, viele sagen, sie begeben sich unmittelbar mit internationalen Truppen zusammen, die auch koordinierende Funktionen in Afghanistan haben. Die deutschen Soldaten bringen die Menschen an den Tisch, auch den Dorfältesten, auch den Mullah, und sie sprechen mit denen, was ist prioritär in eurem Dorf, zusammen mit den Aufbauhelfern. Und dort gibt es dann welche, die sagen, wir machen das zusammen mit den internationalen Truppen, und es gibt, da haben Sie recht, internationale Friedensaufbauhelfer, die sagen, nein, wir wollen die Stores zu den Uniformträgern. Herr Eröes mit seiner Position, die Soldaten sollen dort möglichst gehen und dann wird alles gut. Nein, nicht gehen, sie sollen ausbilden, Das ist eine sehr singuläre Position. Aber Sie reden schon wieder die Unwahrheit. Aber da hatten wir uns schon darauf geeinigt, dass die Ausbildung die Priorität hat. Ja, das muss ich ertragen. Jetzt muss ich Herrn Schollertour, jetzt möchte ich Sie noch mal einbinden. Es gibt natürlich sehr lose, es gibt sehr tugendhaft und so, aber die Masse ist wirklich, das sind Schakale teilweise. Okay, Herr Scholz, wenn wir jetzt hören, dass diese ganze zivile Aufbauleistung nur gemacht werden kann, wenn der militärische Schutz gewährleistet wird, muss man sich ja fragen, wie lange muss dieser Schutz noch gewährleistet werden? Von wem? Die Sache ist völlig unsinnig. Die Afghanen sollen über ihr Schicksal selber entscheiden und nicht in den komischen Wahlen, die sie da organisieren. Ich habe die gesehen, ich war in Kunduz in Faisalabad, während der war. Das ist doch eine Komödie, nicht wahr? Das wird überwacht von Leuten, die aus Ländern kommen, wo es überhaupt keine freien Wahlen gibt. Ja. Sie ist halt nicht wie in Deutschland dort. Ja. Also offensichtlich ist in Afghanistan sehr viel zu tun, Herr Kamp. Also angefangen von freien Wahlen, auf die man ja damals so stolz war, und nächstes Jahr gibt es wieder eine Wahl. De facto sind wir ein großes Stück weiter, als die Diskussion hier widerspiegelt. Erstens mal, es gibt überhaupt keinen Streit mehr, dass sowohl ziviles als auch militärisches Engagement notwendig ist. Ich glaube, das ist Konsens. Was heißt denn militärisches Engagement? Definieren Sie das mal. Das ist genau die Frage, genau, dass man beim Einzelnen schauen muss, was sozusagen gemacht werden muss. Dafür, dass mehr deutsche Soldaten. Ganz genau. Nicht wenige, mehr. So. Aber wir was hatten, anderes tun. Es geht doch nicht um mehr, es geht um die Qualität genau. und um den richtigen darum Auftrag. Wollen ja, genau. Darum wollen wir ja ringen. Welches wäre der gerade? Richtige Weg? So, vor 2 Monaten hat die NATO einen Gipfel in Bukarest gemacht, wo zum ersten Mal militärische Organisationen und Zivile zusammensaßen. Die Weltbank, die Vereinten Nationen, die EU und andere. Und haben überlegt, wie kriegen wir das Militärische und das Zivile zusammen. Denn wenn Sie ganz viele Akteure in dem Land haben, Sie sind nur einer, ein sehr wichtiger, aber ganz viele, das ist die Frage der Koordination. Jeder macht sein eigenes Ding.
Wir haben in Afghanistan nun mal keine Besatzungsmacht wie auf dem Balkan, wo sie einen Kommissar haben, der dort das machen kann, diesem besagten High Commissioner, der koordiniert. Wir haben niemanden, der abstimmt, die eine Organisation macht das, die andere macht das, gibt es da Doppelungen oder nicht. Das haben wir nun mal nicht. Und mit diesen Misslichkeiten müssen wir umgehen. Hinzu kommt, dass jedes Land, auch bei der Frage eben Streitkräfte, was machen die, seine eigene Kultur, seine eigene Vorgehensweise, auch da haben wir keine Abstimmung. Und Sie haben völlig recht, die Frage ist, warum dauert so etwas so viele Jahre, bis man darauf kommt? Weil wir es am Anfang einfach nicht wussten, weil man nicht wusste, weil es keine Blaupause gab, die man aus einer Schublade ziehen konnte. Entschuldigung.